Hallo, ich bin Xami und das hier ist The Pedestrian. Und entweder ist mein Monitor dreckig oder das ist hier so gezeichnet. Ach, ich bin der Punkt. Ich bin ein Punkt. Oh, hier darf ich auswählen, ob Männlein oder Weiblein. Wie drücke ich denn das? Nee, hier lang. So, ich bin jetzt ein Strichmännchen. Sehr schön. So, was muss ich denn machen hier? Ah, ich bin auf einem Whiteboard. Das ist ja witzig. Dann gehen wir mal in die Tür, wa? Oh, jetzt bin ich an der Tür. Jetzt bin ich ein Türschild. Aha, aha. Sehr schön. So, jetzt kann ich hier... Was soll ich denn hier machen? Ich muss jetzt darüber bestimmt irgendwie. Was soll ich denn drücken? Zurück geht's nicht. Ach, da oben steht's ja im Fernseher. Okay, dann drücken wir mal Y. Und jetzt? Falscher Knopf. Sehr schön. Drücken wir Y. Und jetzt kann ich die beiden Knöpfe dort, guck mal, oben links der Fernseher zeigt mir, ich kann die beiden Striche zusammenführen. Ach, und dann gehe ich durch die Tür und dann, komme ich da raus. Sehr schön, sehr schön. Das ist interessant. So, springen kann ich auch mit A. Ja, das haben wir ja schon gelernt. Fein, fein. So, ich gehe immer weiter hier. Springübungen. Und es ist irgendwie witzig, wie diese Schilder in die Umgebung eingebettet sind. So, jetzt muss ich weitergehen. Bin ich hier unten? Sehr schön. Ja. Oh, was ist hier los? Jetzt sind hier drei kleine Platten. Und die muss ich jetzt wahrscheinlich verbinden. Mal drücken wir einfach mal was verbinden hier. Na, nach unten geht bestimmt nicht. So. Einfach mal quer rüber. So, jetzt wieder das gleiche auf der anderen Seite. Ja, und los geht's. Ausprobieren. Nee, das klappt nicht. Ach, ich kann diese Platten komplett bewegen. Na, das muss mir doch jemand sagen. So, dann wäre das doch am besten, wenn wir dieses große Ding irgendwie ganz nach rechts machen. So, wieder falscher Knopf gedrückt. So, dieses große Ding in der Mitte. Bis dahin. So, und jetzt das Ding hier ganz nach rechts, weil dann sehe ich die Türen besser und dann kann ich die direkt verbinden und die auch noch verbinden und dann kann ich einfach durchhüpfen. Ja, Zauberei. Wunderbar. Oh, weiter geht's mit diesen Platten. Ich sehe schon, das ist gar kein Jump'n'Run, gar kein Springspiel im klassischen Sinne, sondern ein Rätselspiel. Interessant, interessant. So, hier werden jetzt Leitern eingeführt. Und jetzt verbinde ich das einfach... Oh, falscher Knopf. Jetzt verbinde ich das einfach wieder. Ich spiele übrigens mit dem Gamepad. Und runter. Und jetzt kann ich hier... Und jetzt kann ich die Leiter runterklettern. Oh. Sehr schön. Uiuiui, das wird immer komplizierter. So, jetzt schauen wir mal, wo ich hier lang muss. Da oben ist der Ausgang. Verbinde ich also einfach die beiden Leiterstücke. Und dann die Türen dort hinten zum Ausgang. So, dann ziehen wir das hier unten rechts hin. Dann das über die andere Leiter rüber, dass es auch visuell zusammenpasst. Falscher Knopf gedrückt. Und runter und nach rechts. Jawohl. Und raus da. Weiter geht's. Oh, jetzt bin ich wieder ein Türschild. Hallo, Türschild. Weiter geht's, weiter geht's. So, jetzt bin ich hier im Hinterhof. Oh, oh. Ah, jetzt wieder was Neues. Gestrichelte Linien, man kann die durchspringen. Ja, wieder was gelernt. Weiter geht's. Oh, ein Schlüssel. Kann ich den nehmen? Mit Y vielleicht? Nee, war ja zeichnen. Mit B vielleicht? Ja, jetzt habe ich den Schlüssel. Und das hier ist die verschlossene Tür. Also zwei Elemente schon wieder dazugekommen. So, jetzt wieder hier so ein großes Ding hier. So, schauen wir mal, was haben wir? Wir haben Leiter, wir haben Schlüssel. Wir haben die verschlossene Tür. Eigentlich brauche ich doch nur... Ich brauche doch nur die Leiter nach links dann. Wir tauschen einfach die oberen Platten aus. Wäre jetzt meine Idee. Und dann ist das doch schon fast gelöst. Jetzt brauche ich doch nur noch verbinden. So, Leiter auf Leiter, da laufe ich lang. Dann darüber, die Tür geht auf. Ich springe dort hinten hoch. Ja, das müsste funktionieren. So, zack, zack. Und jetzt hier klettere ich die Leiter hoch und gehe zum Ausgang. Runter, runter, Schlüssel nehmen, Schlüssel im Gepäck, Tür aufschließen
und die Leiter hochklettern und den Ausgang finden. Uhu. Ja, ein Knobelspiel. Ganz interessant, ganz interessant. So, weiter geht's hier durch die Halle. So, da oben ist wieder ein Schlüssel. Kurz mal überlegen. Ich springe hoch. Ach so, die Türen sind dort links. Dann werde ich vielleicht die Platte auch in die andere Seite schieben hier. So, und die anderen davor. Und das hier als Verbindungsstück. Und die gestrichelten Linien kann ich ja durchspringen. Das heißt, ich muss da raus. Und dann klettere ich nach unten. Na gut, jetzt ist es überkreuzt. Ich hoffe, das geht trotzdem. Und dann kann ich da den Schlüssel holen. Und dann hoffe ich, dass ich durch die gestrichelte Linie, dass ich mich da auch durchdroppen lassen kann. Gehen wir mal nach links. So, runter. Nach rechts. Jetzt hole ich mir den Schlüssel. Jetzt mit B. Und kann ich mich jetzt hier fallen lassen? Jawohl. Aufschließen. Gelöst. So. Ach ja, hier kommt das mit den Droppen. Also Fallschaden scheint es nicht zu geben. Ist auch mal ganz angenehm. Und rüber da. So. Jo. Oh, da unten ist ein Schalter. Drücken wir den Schalter. Und die Plattform kommt runter. Ah, ein neues Element. Ich finde das generell sehr angenehm, wie die neuen Elemente eingeführt werden in einem sehr einfachen Rätsel. Und dann wird das immer komplizierter. So, das kann ich aufschalten. Das kann ich aufschalten. Dann kann ich da runter. So, jetzt hole ich mir den Plattform hier auch wieder. Fährt die alleine hoch? Jawohl. Und die Plattform verlängert sich. Und ich bin draußen. So, ich kann jetzt Schalter. Oh, oh, was ist hier? Hier sind zwei Plattformen. Und jetzt zeigen die Punkte auch an, welche Plattform mit welchem Schalter bedient werden. Okay. Verstehe. Wie mache ich das? Eigentlich ist es ziemlich eindeutig nach vorne. Ich weiß nur nicht, wie weit die Plattformen nach oben fahren. Deswegen werde ich vielleicht erst die rechte Plattform aktivieren. Und dann die linke. Und die rechte Plattform mit dem linken Schalter. Damit, jawohl, damit ich sehe, wie weit die hochfahren. Dass ich nicht irgendwo eingesperrt werde. So, schauen wir mal. Runter, drücken. Falscher Knopf, drücken, B. Jetzt fährt die hoch. Ah, die bleibt da vorne. Das heißt, ich kann, ach, die fährt hoch und runter sogar. Na denn, hätte ich mir ja gar nicht so viel Gedanken machen müssen. So, jetzt fährt die hoch und ich kann rüberspringen. Sehr schön. Oh, ein Fahrstuhl. Oh, da klebt was an der Wand. Was ist denn das? Oh nein, ich bin tot. Ach, Manno, Fahrstuhl hoch. Und nach oben. Also sterben kann man hier doch. Fahrstuhl holen. Nach oben. Und wieder raus. Jetzt kann ich auch Fahrstühle. Sehr schön, sehr schön. Gefällt mir gut. The Pedestrian. Einfach mal ausprobieren.